Jeden Morgen lasse ich mir die Open Source News per Google Alert zukommen. Und heute Morgen, muss ich sagen, war ich ein bisschen geschockt. Da hieß es nämlich, Open Source in München versiegt. Oder letzte Woche irgendwie, Open München wechselt von Linux zurück auf Windows. Das hat mich ein bisschen geschellschockt sozusagen. Das war nämlich der zweite Schock, den ich kürzlich hatte. Mitten in den Ferien am Meer kommen solche schlechten Nachrichten von Open Source, wo da irgendwie irgendwelche Tools nicht funktionieren, offenbar schon seit 20 Jahren nicht. Das ist natürlich ein gewissermaßen eine, ein gewissermaßen ein Schock. Jetzt ist es so, dass bei Open Source sind ja da viele Leute involviert und es ist ja auch immer mehr am Wachsen. All diese Bad News kann man genauso gut eigentlich auch als Good News interpretieren. Das heißt nämlich erstens, dass sich immer mehr Leute dafür interessieren, was da überhaupt abgeht. Und es würde sich nur jemand dafür interessieren, wenn es auch eine Relevanz hätte. Beispielsweise da in München, da ist es ganz klar eine politische Diskussion. Wir wissen es aus anderen Orten, wie das läuft in der Politik. Da hat jemand eine Idee und lanciert die. Der bisherige Bürgermeister war da sehr aktiv darin. Der hat nun gewechselt. Der neue Bürgermeister und sein Vize, die hatten ihr Handy nicht einrichten können innerhalb von einem Tag oder keine Ahnung was. Und plötzlich war dann Linux schuld. Und das wurde natürlich dann auch breit in den Medien losgetreten. Sicher auch nicht ganz unbeeinflusst von anderen kommerziellen Interessen. Von dem her, das denke ich, da müssen wir uns nicht so groß Sorgen machen. Fakt ist, dass in München seit gut 10 Jahren jetzt auf Linux migriert ist, auf 15.000 Arbeitsplätzen Linux einsetzt. Dort sehr eigentlich zufriedenstellend, wenn man schaut, was die Benutzer sagen. Wir haben auch sehr viele News aus anderen Ländern. In UK überlegen die Bürgermeister in London oder andere Leute auch eben massiv auf Open Source zu wechseln. In Frankreich gibt es rund 500.000 Behördenarbeitsplätze, die mittelfristig auf Linux und Open Source gewechselt werden wollen. Italien hat gemeldet, in Milano wollen sie auf Open Source und so weiter, eigentlich überall. Kommen in dem Sinn solche News langsam zum Vorschein. Was man bedenken muss bei solchen Meldungen, wir haben letztlich keine Milliarden Gelder dahinter, wo da Marketing machen können. Ich habe mir kürzlich die Jahresberichte von Microsoft und Oracle und Adobe und Apple mal angeschaut. Das ist ja alles öffentlich zugänglich und die brüsten sich sozusagen, dass sie zum Teil mehr als doppelt so viel Geld für Marketing und Sales ausgeben, wie für die eigentliche Entwicklung der Software. Und diese Milliarden von Dollar, das sind Microsoft hat ein Budget von rund 15 Milliarden Dollar, das geht natürlich nicht einfach unscheinbar vorbei, das bleibt in unseren Köpfen sitzen. Und deshalb haben wir auch das Gefühl manchmal, ja jetzt, wo sind die Leute, wo ist das Open Source überhaupt? Gut, in dem Sinn, denke ich, gibt es gute News, wenn wir eben das ganze Marketing auch nicht vergessen, das ganze bekannt machen, diese spannenden Fälle. Open Source wird in den Smartphones beispielsweise heutzutage verwendet mit Android, aber eben auch an ganz vielen Orten in den Serversystemen, in den Cloud-Systemen der Zukunft. Open Source ist auf den CMS im Webmarkt sehr aktiv. Und genau solche Beispiele werden wir heute hören im Rahmen des Open Source Business Forums, das uns quasi bis 4 Uhr begleiten wird und danach dann eben im Rahmen der Open Source Awards werden wir auch solche Projekte auszeichnen, die sich eben diese Anerkennung verschafft haben, die eigentlich noch viel bekannter sein sollten, die eben genauso ein Milliardenbudget brauchen würden. Und wir haben jetzt von der CAOpen, diesem Swiss Open Systems User Group, dem Verein, haben wir jetzt leider noch nicht ein Milliardenbudget. Auch die Uni Bern, Kanton Bern ist ein bisschen unter Kostendruck und so. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, wichtig ist ja eigentlich, dass die Sache funktioniert. Nicht nur, dass wir einfach Marketing-Blabla haben, sondern dass wirklich der Inhalt auch stimmt. Und da, denke ich, können wir sehr gut auf die Open-Source-Themen draufschauen.
Was ich ganz klar sagen will, ist vielen Dank den Sponsoren. Sie machen diesen Anlass möglich. Magnolia, Mimacom, Nein, Puzzle, Snowflake und SUSE. Sie haben auch Ihre Kunden eingeladen zu diesem Anlass und Ihre Beispiele werden heute präsentiert, wo eben genau Open Source eben unter der Haube läuft, der Motor der Sache, das, was vielleicht glänzt. Dort sieht man nicht, was Open Source ist, aber dort, wo die ganzen Referate heute das aufzeigen werden, da wird wirklich Open Source im Mission-Critical-Umfeld eingesetzt. Und da, denke ich, werden wir heute ein sehr spannendes Programm haben. Gabriela Knäggi wird Sie durch das Programm führen. Ich werde mich auch ein bisschen hinsetzen und eben zuhören, weil ich denke, ich werde sehr viel Neues hören heute, auch aus verschiedenen Orten, sogar eben aus Deutschland. Aus Belgien haben wir einen Referenten. Wir haben sehr spannende einen Anlass und da möchte ich Sie jetzt darauf einstimmen und Ihnen einen sehr spannenden und angeregten Tag wünschen. Besten Dank.